Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Retro-Let's Play auf dem Commodore 64. Heute Gianna Sisters 2 aus dem Jahr 1989. Ein inoffizielles Remake der legendären Great Gianna Sisters. Nicht von den Machern des Originals, sondern von New Wave, während das Original ja von Rainbow Arts kam. Ist ein bisschen vergleichbar mit Super Mario Bros. The Lost Levels, also eine schwierigere Variante von Gianna Sisters im Look des Originals. So, hier gibt es jetzt ein paar Cheat-Möglichkeiten. Unendlich Leben, sage ich mal, nö. Aber unendlich Zeit ist gut, die ist nämlich immer so knapp, gerade in Gianna Sisters. Das wäre ganz nett, nehme ich mal. Alle Waffen direkt, nö. Schnellerer Schuss auch nicht. Zu stark wollen wir ja nicht cheaten. So. Gianna Sisters 2. Und anders als im Original ist Gianna hier auch richtig geschrieben. Wir wissen ja, der legendäre Fehler im Original-Intro, in dem Gianna mit Doppel-N geschrieben wurde, hat man hier korrigiert. So. Wir haben sogar mehrere Möglichkeiten. Wir können nur die neuen Levels spielen. Wir können auch nur die alten Levels spielen, also quasi das klassische Gianna Sisters. Und wir können einen Mix spielen, das heißt im Wechsel altes Level oder Original-Level, dann ein neues, dann ein Original. Aber da wir die Originale ja schon kennen, spielen wir mal nur die neuen. Mit F3. Let's get it on! So, viel Spaß euch und mir. Gutes Gelingen. Haha. Das werde ich auch brauchen. Ich hab's mal... Was bitte? Was bitte? Willst du mich... Oh nein, ich werde den Teufel tun, mich jetzt schon aufregen. Kleiner verbackter Scheiß hier. So. Ja, das ist ein Markenzeichen von Gianna Sisters. Wenn wir da nicht direkt auf die Gegner draufspringen, kann es passieren, dass es uns mal killt. Das ist besonders bei diesem blöden Käfer sehr oft passiert. Beim Auge eher selten, deswegen war ich gerade etwas schockiert. So. Oh Mann, ihr seht schon, gleich im ersten Level geht's hier richtig zur Sache. Huiuiui. Gianna Sisters für Super Pros. Also für mich. So, Wespe, bam. Eine Seebestattung für dich. Haha. Uiuiui, gleich mal richtig Terror. Und wie schön, wir haben die gleiche Punktezahl wie das Jahr, aus dem dieses Spiel stammt. Jetzt nicht mehr, jetzt haben wir 2014. Genau, haha, irre. So, gleich mal die... Was denn? Ich sollte ein bisschen aufpassen. Die Leben gehen bereits zugrunde. Nur noch ein extra Leben. Oh Gott. Hilfe. Ah. Das Auge, die Scheibe, die Eule, der Skorpion, der doofe Käfer und das komische Ding, von dem ich bis heute nicht weiß, was es sein soll. Schön. Oh, hallo? Das ist unfair. Hallo? Endlos Diamantenblöcke. Wie geil ist das denn? Das gibt's ja nicht. Hey, der Block, der nie leer wird. Das könnte ich jetzt 3 Stunden machen. Da hätte ich 99 extra Leben. Aber ich will euch nicht nerven. Ich warte noch, bis ich ein Leben habe. So. 2 extra Leben sind schon mal gut. Doppelblitz. Und da ist ein Bonus. Also an Diamanten mangelt es hier zum Glück nicht. Mehr als im Originalspiel. Was auch gut so ist, denn es ist ja gleich mal dreifach so schwer. So. Sind jetzt alle Multiblöcke endlos? Ich glaube schon, so wie es aussieht. Ist ja irre. Ist ja fantastisch. Würde ich jetzt nicht let's playen, würde ich das jetzt wirklich 10 Minuten lang machen, bis ich genug Extra-Leben habe. So. Hey, doofer Käfer. Schon wieder. Aha! Ich kann gerade nicht schießen. Jetzt, na.
Hey, wie kommst du da runter? Ist ja magisch. It's magical. So. Und Tschüssikowski. Okay. Ein sehr kurioses Level-Design. Oh nein, die Erdbeere! Will ich! Hab ich! Oh, das ist so mies. Nur Bröckeldinger hier. Das ist nicht fair! Was hier mit mir gemacht wird. So, hier gehe ich oben lang. Ich bin doch nicht lebensmüde. Haha, Hilfe, der Glitche-Dildo! Den mag ich ja mal gar nicht. So, bam. Das ist ja mal eine richtige Challenge hier. Huiuiui. Und up, up and away. Oh Gott, Angriff der Killerwespen wieder. Gut. Level 5. Ich mag diese Levels mit diesen vielen, langen, großen Abgründen eigentlich nicht. Und das mag ich auch nicht, sorry. Fa-ba-ba-d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 a-ba
Oben lang, bin doch nicht lebensmüde. Hahaha. So, leckere Röstbiene vom Grill. Oh, die Rassel gibt ein Leben. Habe ich es bekommen? Hä? Komisch. Ich hoffe. Ich habe gerade nicht drauf geachtet auf die Anzeige, aber ich glaube, ich habe es bekommen. Okay. Wow. Nummer 8. Oh, sowas Perverses. So ein Level anfangen zu lassen ist... geht gar nicht. Und so auch nicht. Es fängt schlimm an und es geht schlimm weiter. Ah, gefühlvoller Sprung. Oh Gott. Und bam. Und bam. Und weiter. Ja, bist du denn des Wahnsinns? Meine Nerven sind am Ende. So, Auge. Auge! Auge! Danke. Noch eine Rassel? 8 Leben! Ist das denn die Möglichkeit? Und noch ein Leben! Nee, gab kein Leben. Warum gab das jetzt kein Leben? Das Spiel verarscht mich ein bisschen. Oh, Leute. Ich kann nur noch mal sagen, ich bin froh, dass ich das Zeitlimit abgestellt habe. So, da unten möchte ich... Oh. Komme ich hier weiter? Gott sei Dank. Eine Falle wäre jetzt hier schlecht. So, wir sind wieder back to the Tageslicht. I wanna be daylight in your eyes. Okay. So. Hallo Käfer. Habe ich dir schon mal erwähnt, dass ich dich nicht leiden kann? So. Deswegen. Das ist nämlich ein, Achtung, Wortspiel-Bug. Schlechtes Wortspiel, ja, ich weiß. So, tschüss. Gibt das jetzt ein Leben? Ja, 9 Leben, Leute. Das gibt ein XXL-Let's Play heute, glaube ich. So, so verlockend die Diamanten hier sind. Nee. Obwohl, ich habe ja den Wassertropfen, aber ich weiß nicht, ob man den hier in dieser Version aktivieren kann. Deswegen, ich will es nicht riskieren. Meine ganzen Power-Ups möglich verlieren. Für ein paar lächerliche Diamanten. Sodele! Die 10. Bam, bam, bam! Oh, Glitchedildo, hallo! So, da springen wir mal ganz todesmutig oben lang. Hilfe! Warum? Nee! Ich wollte oben lang. Okay, und, hep! Okay, alles klar. Schön, läuft. Ah, ja, oh! Meine Gott! Mein Gott. Nicht meine Gott, mein Gott. So, hallo Wecke! Zehn extra Leben in Gianna Sisters und vor allem hier in Gianna Sisters 2, das ist eine Seltenheit. Wenn man nicht gerade 2 Stunden hier an diese Blöcke anschlägt. So. Hallo! Weg mit euch. Flambierte Wespe und noch eine. Ich hasse dich, Feuer! Ich hasse dich! Oh, fuck! Ne. Bällchen, komm zu mich bei hier. Es geht mir weniger um das Leben, was ich jetzt verloren habe. Ich habe ja genug. Was mich eher nervt, sind, dass die ganzen Power-Ups weg sind. Gut, hätte ich in den Einstellungen auch wegcheaten können, aber ich wollte ja noch ein bisschen eine Herausforderung haben. So. Gibt's hier eigentlich Warp Zones? Weiß ich gar nicht. Das ist unfair! Hier müssen wir direkt einen Doppelsprung machen. Und hier müssen wir direkt mal ein Leben verlieren. So, ja, schön. Oh, ist das toll.
Leute, ich habe eine Pechsträhne, ihr seht das hier. In eindrucksvoller Weise. Ah! Kacke! Ah! Spring schon, Tante! So, viele Diamanten brauche ich. Wichtig. So, Punky. Boah, das war nicht leicht. Das hat Nerven gekostet und Leben. Was ist das denn für eine Musik? Oh, sogar eine neue Musik hier. Ist ja irre. Neuer Soundtrack. Das ist ja mal was Tolles. Hopp, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. Stopp, 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 stopp. So, den machen wir erstmal platt. Was steht da? Jo. Yo, man. I'm the Hardcore-Checker vom Dienst hier. Yo, man. Blitz! Ah, hallo. Übertreibt's mal nicht, Freunde. Doppelblitz! Komm zu mich! Darf ich hier oben lang gehen? Nein, ich darf nicht, ich weiß. Warum gibt's hier so viele Piranhas in diesem Spiel? Da ging man doch auch im Original schon relativ sparsam damit um. Warum hier nicht? So. Käfer, du nervst mich da unten. Ich kann ihn nicht erschießen, schade. Dann eben so. Yeah! Was ist das denn hier? Punktezahl-Bug. Egal. Sag nichts. Sag nichts, sag nichts. Ich weiß. Ist jetzt nicht euer Ernst, Leute. Ich glaube, das will er von mir. Ich soll jetzt... Ich soll jetzt nicht wirklich hier hoch. Doch, ich glaube, ich soll. Alter Belly. Ja. Das ist unglaublich. Was sollen hier Diamanten? Die halten uns für doof, die Spiele. Die Entwickler. Oh Gott, das sind die Gelben. Die sind unbesiegbar. Oh. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch einer auf mich zu. Oh Gott. Houston, we have a problem. Gut, dann machen wir mal den berühmten Armin-Cheat. Sonst wäre ich in der Falle. Ich habe eigentlich gesagt, ich will den nicht unbedingt anwenden, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. So. Bam. Seltsam, das Level gibt's doch schon im Original. Naja, nee, doch nicht. Ist ein bisschen anders. Oh, hier sollte ich nicht runtergehen. Komme ich nämlich nicht mehr hoch. Auge! Freue ich mich schon, dass mich die Spitze nicht aufgespießt hat. Da kommt das Auge von oben runter. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Ein Wechselbad der Gefühle hier. Die Hälfte meiner Extra-Leben habe ich schon verloren. Schön. Ja, ist klar, ne? So doof bin ich auch wieder nicht. So, tschüssi. Level 14. Whoa. Und bam! Und tot! Und... Hey, hallo, ich bin jetzt gar nicht oben auf diese Spitze draufgekommen. Wieso verliere ich dann ein Leben? Alter, Spiel... gemein ist. Hätte fast was Böseres gesagt. Nein! Nee! Nee! Oh. Das ist unfair! Das... Es ist doch alles nicht fair. Da werde ich in Versuchung gebracht mit diesen ganzen Goodie-Boxen da und dann kommt hier das Stachelvieh runterge... Oh. Meine Nerven. Nee, lass mal gut sein da unten. Ich statte dir jetzt keinen Besuch ab, Käfer. So.
Ja, toll. Pest oder Cholera? Oben oder unten? Beides schlimm. Ich glaube, ich muss unten lang. Hallo, Glitchedildo. Ah. Oben ist das Ziel. Ist das dein Ernst, Freundchen? Na dann. So. Oh, Gianna Sisters Main Theme. Na, bisschen abgeändert, wie mir scheint. Nicht übel. Ja, musikalisch ist es schon mal ein bisschen abwechslungsreicher als das Original. Oh, hallo. Danke. Bam, 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 bam. Nein! Oh Mann, Wespenwilli, was soll das? Ich habe auch schon lange keine Power-Ups mehr bekommen. Na gut. Sagt nichts, ich weiß. Ich liebe die schwammige Steuerung in diesem Spiel. Grandios. Grandios, Herr Doddle. Alle 10 Leben verpulvert. Oh, das letzte ist gleich auch noch fällig. Freunde. Okay, und boing. Hallo, Wespenwilli. Kommst du zurück? Kommst du zurück? Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Kann ich hier auch hochspringen? Nee, kann ich nicht. Bam, 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 bam. Ist nicht euer Ernst, Freunde. Langsam wird's unfair. Das war's. We are Finnish. Wir sind Friesisch. Finnisch. Egal. So, der Name. Level 15. Na gut. Knapp die Hälfte haben wir durchgeschafft. Wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Übung hätte, würde ich vielleicht auch bis Level. Sagen wir mal. 25 kommen. Na, maximal. Okay, das war Gianna Sisters 2. Danke fürs Zuschauen und ich sage bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss!